Und damit ein herzliches Willkommen an dich zurück in dem Kanal hier von Quitschibu. Heute machen wir ein Solo-Übungsspiel. Das heißt, wer deinen Helden? Ich weiß nicht, was hier optimal ist, ne? Koschka, ich kenne auch die Angriffe nicht, die da haben. Rona, die sieht schon wirklich gut aus, ne? Richtig barbarisch. So, das hatten wir schon mal gesehen. Scarf. Oh, ein Android. Ein Android, würde ich ja mal fast sagen. Mensch, das sieht doch geil aus. Nehmen wir mal diese Androidin mit. Bin gespannt, was das hier ist. Halb Mensch, halb Maschine. Robocop. Das gefällt mir gut, das wird mein Thumbnail. Falls du dich in der Folge 1 gewundert hast, wo dieses Thumbnail herkommt. Folge 3 ist es hergekommen. Da habe ich es rausgeschnitten. Das nehme ich als Thumbnail für Vainglory. Radar Contact. Boah, die sieht aber auch, guck dir das an, ey. Das ist ja eine Maschine, Alter. Und die hat Unterwäsche, trägt die da. Sieh dir das mal rein. Der Kampf hat begonnen. Die läuft in Unterwäsche, läuft die da rum. Und ich kann nicht ranzoomen. Warum kann ich nicht ranzoomen? Oh, jetzt ist sie geflogen gerade. So, dann werden wir erstmal, wir lernen heute mal dieses. Keine Ahnung, was das ist. Die muss ja tierisch reinhauen gleich. Bam, bam, bam. Wähle einen Standort. So. Ach so, das ist. Okay. Damit fliege ich quasi irgendwo hin. Das ist doof. Hätte ich ja gerne das andere aufgelevelt. Gut, ich stehe mittendrin mit der jungen Dame da. Nicht? Wir sind hier mittendrin im Stadt nur dabei, sage ich einfach mal. Und wir wissen ja, am meisten, am besten ist der, der letzten Endes, der die meisten, das meiste Geld investiert, das wissen wir. Jetzt nehmen wir den da und jetzt ziehen wir nämlich hier mal richtig rein. Das weiß ich nicht, wir es mal probieren. Was war denn das jetzt? Wähle Bereich. Zack, das ist wirklich, die fliegt da echt nur hin. Wähle eine Richtung. Ah, Maschinengewehr in diese Richtung. Alles klar. So, und dann nehmen wir nämlich als nächstes, machen wir das nämlich so. Alles klar, das nächste machen wir das so. Gehen wir ins Tor zurück. Und werden dafür sorgen, dass wir die Dingens hier wieder. Was macht die denn eigentlich da? Dass wir die hier, du weißt schon, wieder schneller aufladen können. Das kaufen wir uns. Dann können wir nämlich hier volle Kanne reinhauen. Oh, jetzt bin ich voll aggro. Gekriegt habe ich jetzt. Scheiße. Gut, dann gehen wir gleich direkt zum Store und nehmen uns mal mit, was wir brauchen. Was gibt's denn da im Store? Wir nehmen jetzt hier Gold. Chronograph, oder was war Chronograph? Verkürzen der Abklingzeit zurück dafür, dass deine Fähigkeiten früher wieder verfügbar sind für 800. Nehmen wir mit. Das Mining hat noch nicht begonnen. Aber irgendwann können wir wahrscheinlich dann. Wir treffen uns ziemlich genau in der Mitte. Irgendwann können wir dann wahrscheinlich diese Standorte da unten einnehmen. Ist ja nice. Super. In die Richtung schießen. Einfach alles ummetzeln, was da so steht. Und du siehst, die Zeit, es ist tatsächlich ein bisschen schneller. Wir müssen halt nur nutzen, was wir da haben, ne? 2, 1. Bam. Einmal frei. Wir ziehen hier voll durch, ne? Schon nicht schlecht. Okay, das ist schon mal gut. Wie viel Geld haben wir denn jetzt wieder? 520. Letzte Treffer muss ich machen, ohne Ende. Da haben wir einen. Immer schön in die Richtung alles weghauen hier. Meiner. Das ist gut. Ich bringe das Team ganz gut voran im Moment, aber ich habe ja vorhin so viel Akku gezogen. Diesmal kriegen wir ihn kaputt, siehst du? In die Richtung hier. Einfach wegmetzeln, einwandfrei. Das ist gut. So macht das Spaß. Also echt, dieses Spiel bisher gar nicht so übel. Ich weiß natürlich nicht, wie das hinterher ist, ob das ein echtes Pay-to-Win-Problem geben wird hier. Das weiß ich noch nicht. Minenfutter hat begonnen, dann gehen wir doch mal los.
kümmern wir uns mal um Geld. Ich muss immer ein bisschen aus dem Gefecht raus. Oh je. Ich lege mich natürlich immer gleich mit den harten Gegnern an. This is my idea of fun. Warum eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Minion-Mine, die nehmen wir uns. It's time to buzz the turret. Oh, Maya. So wie es aussieht, ist es im Moment eine gegnerische Minion-Mine. So, jetzt müssen wir öfter mal zurückbeamen. Also das machen wir jetzt auch. Beamen wir uns mal nach Hause. Ist sie gerade rausgesprungen aus ihrem Mantel da? Was ist da passiert gerade eben? Clockwork. Hier. Verkürzte Abklingzeit für 1150. Sehr gute Arbeit. Und was nehmen wir jetzt noch? Mehr Geld haben wir erstmal nicht. Energie der Batterie. Das ist alles okay, alles gut. Kaufen wir 300. Ich habe doch genug Geld. Eigentlich habe ich genug Geld, aber ich kann mir nicht kaufen hier. Crystal Bit. Okay, macht nichts. Laufen wir mal weiter. Okay, eine Minimine haben wir. Da holen wir noch eine hier. Ich weiß noch gar nicht so genau, was die Minimine so. Oh. Was die so genau bringt. Bringt die uns Gold oder bringt die uns. Was bringt sie uns so genau? So richtig genau. Was ist denn das hier? Was stehst du denn hier schon wieder so voll rum? Mach mal ein Gefäß, hast du dein Geld, mein Freundchen. Go, go, sing! Warum? Was stehen denn die hier rum? Oh, das ist schon geil. Die gefällt mir. Das ist wirklich was. Was mir gefällt. Komm hier. Hau weg, hau weg. So. Und dann eine richtig rein hier. Oh, guck mal hier. Wir machen aber Damage. Aber der macht natürlich auch Damage. Ich weiß nicht, was das denn für eine Fähigkeit ist, aber im Moment, so, wir haben also die Minions, die Minions sind jetzt stärker. Ich weiß nicht so ganz genau. Hier haben wir die Goldmine. Und den Goldminenwächter. Und der hat mich hier umgebracht. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben schon wieder 1300 Taler, den müssen wir gleich investieren. Ich weiß nicht so ganz genau, was passiert hier, wenn man stirbt. Können dabei schon mal einen Store öffnen. Piercing Shard. Durchdringung ignoriert einen Prozentsatz des Kristalls. Kristallschaden ist interessant. Chronograph verkürzt in der Abklingzeit. Na, dann nehmen wir den auch noch. Was? Wie jetzt? Den muss ich. Wie jetzt? Ich verstehe es nicht so ganz. Kann man den mehrmals kaufen? Oder ist das einfach weg gewesen, weil ich gestorben bin? Das weiß man ja hier nicht so genau, ne? Genau, guck mal hier, durch Sterben habe ich alles verloren. Kacke. Man fängt quasi wieder von vorne an durch Sterben. Oder nein. Doch, ich kann das hier nicht. Im Moment kann ich es nicht benutzen hier. Und wenn ich es nicht benutzen kann, heißt das, ich habe es verloren. Also heißt das, beim Sterben verliert man gewisse Sachen. Schade. Schade, schade, schade. Ich will nochmal schnell schauen hier unten. Den großen Mann, der da gerade stand. Ob wir den jetzt noch Platz kriegen? Doch, noch, trotzdem. Let's do something guts. Also er hat tatsächlich Lebenspunkte gelassen vorhin. So sieht das auf jeden Fall aus. Aber was ist das jetzt hier? Nein, der ist es. Alles klar. Das ist der Chef der Goldmine. Und den kriege ich nicht alleine platt. Das heißt, um den platt zu kriegen, bräuchte ich Hilfe. Und dazu also bräuchte ich andere Spieler. Also, und die habe ich jetzt im Moment nicht. Keep running. So, dann wollen wir mal hier gucken. Target locked. Ich weiß es aber gar nicht so genau. Ich glaube, ich mache nicht mehr so viel Schaden, oder? Doch, guck mal, ich kann alles klar. Jetzt kann ich es auch wieder benutzen. Also habe ich doch nicht verloren. So, jetzt machen wir hier nochmal ein Plus. Und dann ziehen wir doch mal richtig durch hier. So, was dafür Schaden machen, ey. Krasse Scheiße. It's time to buzz the turret.
Ich zieh gleich hier Akku, nehme ich mal an. Das hat so ein bisschen was von so einem Spiel, wo man, wie sagt man das? Was ist das für ein Spiel? Wenn man wie Kampfrauben zum Beispiel. Man haut Gegner raus, die laufen, also man haut Monster raus, die laufen bis zum Gegner rüber. Und irgendwann hat man dann so viele Monster rausgehauen, dass man bis vor seiner Tür ankommt. Und dann macht man sie platt. Und eigentlich ist das ja ähnlich. Guck mal, es kommen immer mehr Freunde. Immer mehr Freunde mit dazu. Schon cool. Und weil die jetzt hier nicht mehr sterben, dann müssten irgendwann immer mehr, bis wir hier eine ganze Armee stehen. Glaube ich. Also könnte man jetzt denken. Sollen wir das hier hinten mal lernen? Soll ich es mal ausprobieren? Was ist das denn? Alles klar! Vielleicht gefällt mir das aber noch besser als das andere. Wir haben den Kristall zerstört. Keep running! Quitsch. So, was haben wir denn da? 020 Details. Was habe ich gekauft? Hätte mehr sein können, glaube ich. Weiß nicht. Ich stelle mich noch ein bisschen Newbie an. Mal gucken, ob sich das noch ändert in der Zukunft. Was haben wir denn jetzt hier? Freunde und Chat. Gucken wir mal hier. Offline. Schock ist offline. Was haben wir hier? Akademie. Ich bin neu. Die Karte gegen die Taktiken. Ich bin nicht neu. Ich bin schon neu, aber so ist. Dein Held. Oh, was ist das? Dein Held? Dein Held. Joe, das Charakter ist ein bisschen gut. Ich bin immer noch Stufe 2. Warum? Gutes Karma habe ich. Warum? Trophäen? Keine. Na gut, ich glaube mal, es liegt auch daran, dass ich bisher wirklich noch nichts geschafft habe. Guck mal hier. Stufe 3 muss ich haben, das zu machen. Jetzt habe ich aber das alles schon mal gespielt. Was habe ich jetzt. Was, also, warum scheitert es? Freundschaftsspiel? Freischalter auf Stufe 3. Ranglistenspiel. Na gut. Dann werden wir diese Folge jetzt hier beenden. Und ich mache einfach noch eine Folge und dann gucken wir mal, ob ich in der nächsten Folge das freischalten kann. Oh, guck mal, in der Community-App habe ich einen neuen Artikel bekommen. Ah, von mir eigens geteilter Beitrag. Sowas. Ihr seht, ich habe die App auch installiert. Gut, also dann. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Lasst es dir gut gehen, bleibt schön gesund. Tschüss.